Hi, hier ist die Sarah von Bifröst Kulturförderung e.V. Ihr kennt mich bereits von Veranstaltungen wie dem Ragnarok oder dem Riddle of Steel. Herzlich willkommen heute zur ersten Ausgabe von Bifröst TV. Ich stehe heute hier vorm Kfz, weil wir hier eine tolle Veranstaltung für euch haben. Am 5. Oktober spielt die Henrik Freischlader Band für euch. Das ist ein Blueskonzert, mal ein bisschen was anderes, aber ich hoffe, ihr findet es genauso toll wie wir. Ja, neben mir sitzt gerade der Paul von Strings and Stories, die als Vorband spielen von der Henrik Freischlader Band. Erzähl doch mal kurz was zu deiner Band. Ja, Strings and Stories, Blues, Rock, Hard Rock Band aus Trier und mittlerweile auch in Marburg. Wir machen seit 2013 Musik, waren jetzt auch schon bisher ganz gut rumgekommen und sind inspiriert von Acts wie Stevie Ray Vaughan, Muddy Waters, aber auch Grunge-Elementen wie Alice in Chains und Stone Temple Pilots. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf das Konzert. Natürlich wegen Henrik Freischlader und seiner Band, aber auch wegen Strings and Stories. Paul, du freust dich doch bestimmt auch. Wahnsinnig. Auf jeden Fall. Mit Henrik Freischlader verbinde ich auch persönlich sehr tolle Erfahrungen. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, da war ich 16, 17 Jahre alt. Da hat mich mein Vater auf ein Konzert von ihm mit angeschleppt. Und was ich da sehen und hören durfte, wow, das war einfach unglaublich und hat mich nachhaltig inspiriert. Lasst euch genauso begeistern wie der Paul. Kommt zum Konzert. Teilt dieses Video fleißig für uns und sagt auf jeden Fall euren Freunden Bescheid. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Tschüss. Tschüss.